Vor 65 Millionen Jahren war es wahrscheinlich ein Meteorit, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. 10 Kilometer groß und mit einer Wucht von mehreren Millionen Atombomben hat dieser einzige Meteorit unseren ganzen Planeten verändert. Ich habe mich gefragt, ob sowas nicht nochmal passieren könnte. Tatsächlich ist erst 2013 ein Meteorit in Russland eingeschlagen und der hatte immerhin einen Durchmesser von 20 Metern. Für so ziemlich jede Naturkatastrophe gibt es einen Notfallplan. Aber wie sieht das eigentlich bei Meteoriten aus? Wie man einen Asteroid, der auf die Erde zurast, stoppen könnte und was passieren würde, wenn uns das nicht gelingt? Darum geht's heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's! 2020 KR1, 2017 FW128. Das sind Namen von Asteroiden, die uns so gegen Ende Juni gefährlich nahe kommen. Und das sind nicht die einzigen. Die Erde wird Tag für Tag mit mehreren Tonnen kosmischer Brocken bombardiert. Forscherinnen und Forscher schätzen, dass es so zwischen 50 und 100 Tonnen täglich sind. Der Grund, warum unser Planet noch nicht aussieht wie so ein Schweizer Käse, ist, dass diese Brocken so klein sind, dass sie beim Eintreten einfach verglühen. Kennen wir alle dann als Sternschnuppen. Die meisten uns bekannten Asteroiden, die liegen in einem sogenannten Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Man vermutet, dass das daran liegt, dass der Jupiter wegen seiner großen Masse und Gravitation verhindert hat, dass diese Asteroiden größere eigene Planeten bilden. Diese Asteroiden, die können mehrere hundert Kilometer groß sein, aber die meisten sind nur ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer groß. Asteroiden kreisen genau wie unsere Erde um die Sonne. Dabei kann es schon mal passieren, dass zwei davon ineinander crashen und wenn das passiert, können Teile davon abbrechen. Diese kleineren Teile werden Meteoroiden genannt. Sie bestehen also im Grunde aus demselben Material wie die großen Asteroiden, sind aber meistens kleiner als ein Meter. Deswegen nennt man sie auch kosmischen Schutt. Wenn diese kleineren Meteoroiden dann in unsere Erdatmosphäre eindringen, sind die so schnell, dass sie die Luft hier gar nicht schnell genug verdrängen können. Die Luft wird dadurch dann vom Meteoroiden zusammengepresst und extrem heiß. So heiß, dass sie anfängt zu glühen. Die Hitze ist dabei so groß, dass der Gesteinsbrocken anfängt zu verdampfen und einen glühenden heißen Schweif hinter sich herzieht. Wenn das passiert, spricht man vom Meteor. Die meisten Gesteinsbrocken sind so klein, dass sie einfach komplett verglühen und nie auf der Erde ankommen. Und das ist dann nichts anderes als das, was wir halt Sternschnuppe nennen. Wenn sie es aber doch schaffen und dann auf der Erde einschlagen, dann nennt man das einen Meteoriten. Manchmal sieht man am Himmel aber auch etwas, das aussieht wie eine Sternschnuppe, die man aber Tage oder sogar wochenlang beobachten kann. Das sind keine Sternschnuppen dann, sondern Kometen. Kometen kommen von weit außerhalb unseres Sonnensystems, wo es sehr, sehr kalt ist. So, dass halt alles sofort gefriert. Kometen bestehen vor allen Dingen aus Eis und so ein bisschen aus Staub und deswegen ist das eigentlich so eine Art, dreckiger Schneeball, der da langfliegt. Wenn diese Eisbrocken sich dann der Sonne nähern, fängt das Eis an zu verdampfen und bildet einen Schweif aus Dampf. Wenn der Komet sich dann auf seiner Umlaufbahn wieder von der Sonne entfernt, verliert er auch diesen Schweif und es kann Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern, bis er der Sonne wieder nah genug dafür kommt. Jetzt, wo wir wissen, was was ist, schauen wir uns doch mal ganz kurz an, was so ein Meteoriteneinschlag anrichten könnte. Schön, oder? Und ich rede hier nicht von einem süßen Sternschnüppchen, sondern von einem 20 Meter Brocken aus dem All. Solche Meteoriten können ja je nach Größe mal eben zwischen 50.000 und 70.000 km/h schnell sein. Ich habe ein paar von diesen Videos vom Meteoriteneinschlag vor 7 Jahren in Russland gefunden. Guckt euch diesen Feuerschweif an und hört euch einfach mal diese Wucht an, die die Druckwelle hatte. Über 1000 Menschen wurden dabei verletzt, die meisten allerdings einfach nur durch den Druck, der dann die Fenster zum Bersten gebracht hat. Was so ein Meteorit anrichtet, hängt vor allem mit seiner Masse zusammen, aber auch mit dem Material, aus dem er besteht. Man unterscheidet größtenteils zwischen Meteoriten, die zu einem größeren Teil aus Stein bestehen und denen, die aus Metallen bestehen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Formeln entwickelt, mit denen man das ungefähre Ausmaß eines Meteoriteneinschlags berechnen kann. Ein paar Links dazu packe ich euch einfach mal in die Beschreibung, dann könnt ihr das selber einfach mal austesten. Aber denken wir mal etwas größer. Der Meteorit in Russland, der war ja nur 20 Meter groß, rechnen wir doch einfach mal mit so einem Asteroiden, der 1,5 Kilometer groß ist. Das entspricht so ungefähr der Größe, die der Asteroid gehabt haben könnte, der vor gut 15 Millionen Jahren den sogenannten Nördlinger Ries in Süddeutschland geschaffen hat. So ein Riesenmeteorit tritt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70.000 km/h in die Atmosphäre ein. Das sind fast 20 Kilometer in der Sekunde. Das ist schon ziemlich flott. Zum Vergleich, eine Gewehrkugel, die schafft gerade mal so 1000 Meter die Sekunde. Ähnlich wie beim Nördlinger Ries würde der Einschlag ein über 20 Kilometer großen Krater verursachen. Die Hitze wäre so groß, dass kilometerweit alle Lebewesen und Pflanzen
einfach verbrennen würden. Würde so ein Asteroid in Berlin einschlagen, dann wäre der Feuerball so groß wie die komplette Stadt. Die Hitzewelle würde dann auch noch in Dresden so heiß sein, dass sie den Menschen die Kleidung vom Leib brennen würde. Ich könnte sogar hier aus Köln noch den Feuerball sehen. Außerdem wäre die Druckwelle so hoch, dass mir hier die Fenster einfach mal um die Ohren fliegen würden. Die Erschütterung wäre so stark, dass sie noch in Rom und London zu spüren wäre. Mal abgesehen von den akuten Folgen, könnte die entstandene Staubwolke die Sonne verdunkeln und große Auswirkungen auf das Klima auf der Erde haben und damit auch auf unsere Ernährung und alles. Naja, das sind nur ein paar der Auswirkungen, die so ein Riesenmeteorit haben könnte, aber sowas soll nur alle 7 Millionen Jahre passieren. Schon viel kleinere Meteoriten mit nur wenigen Metern Durchmesser können einen ziemlich großen Schaden verursachen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die mal bei uns vorbeischauen, die ist tatsächlich wesentlich höher. Also höchste Zeit, mal zu schauen, was wir überhaupt machen können, um zu verhindern, dass Meteoriten unsere Erde treffen und uns schaden. Forscherinnen und Forscher haben die verschiedensten Theorien, wie man einen Asteroiden umlenken oder einfach abwehren kann oder vielleicht sogar zerstören kann. Und ich habe mir mal 4 Methoden angeschaut, die ich super interessant und auch ein bisschen witzig fand. Also, die erste Methode ist, man könnte versuchen, den Asteroiden mit Hilfe von Schwerkraft von seinem Kurs abzulenken. Dafür würde man einen Satelliten ins All schicken, der sich auf einer Umlaufbahn um den Asteroiden bewegt. Und wir wissen ja, durch Newtons Gesetze, haben wir neulich im Livestream gemacht, dass 2 Objekte sich anziehen. Also würde der Asteroid sich ganz langsam auf den Satelliten zubewegen. Mit einem starken Triebwerk könnte der Satellit den Gesteinsbrocken, also sozusagen abschleppen und seine Bahn verändern. Wichtig wäre, dass der Asteroid nicht zu groß ist und dass seine Bahn so verläuft, dass man den Satelliten überhaupt in Position bringen kann. Zweite Methode, man könnte eine Raumsonde losschicken, die den Asteroiden auf der Sonne zugewandten Seite mit weißer Farbe besprüht. Und das ist kein Witz. Die weiße Oberfläche würde die Sonnenstrahlen reflektieren und dadurch eine ganz schwache Gegenkraft verursachen, die den Asteroiden langsam aus der Bahn schieben würde. Das Problem ist, dass man hierzu den Asteroiden und seinen Kurs schon Jahre vorher kennen müsste und das Ganze berechnen können müsste. Methode Nummer 3 ist, glaube ich, was ihr alle erwartet habt. Jetzt kommen Atombomben ins Spiel. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass man eine Atombombe kurz vor dem Asteroiden detonieren lässt und die Stärke der Detonation wäre groß genug, um den Asteroiden aus seiner Umlaufbahn zu drücken. Ganz ungefährlich ist das Ganze nicht. Würde die Atombombe zu nah am Asteroiden explodieren, dann könnte der in sehr, sehr viele kleine Teile zerbrechen, also kleine Teile. Und das würde den Einschlag auf der Erde noch unkontrollierbar und wahrscheinlich vernichtender machen. Eine zweite Möglichkeit wäre, so eine kleinere Atombombe auf den Asteroiden zu schießen, die erstmal nur einen Krater in seine Oberfläche sprengt. Und dann würde man eine zweite Atombombe in diesem Krater detonieren lassen und somit eine Art Raketenantrieb schaffen, der den Asteroiden aus seiner Bahn schiebt. Das sind beides Theorien, die tatsächlich so diskutiert werden. Aber im Moment ist das alles recht unwahrscheinlich, weil es durch internationale Verträge allein schon verboten ist, Atombomben im All zu zünden. Wie auch immer sich da jemals drüber Gedanken gemacht hat. Space Force. Donald Trump. Schaut euch das mal an. Es ist echt irre, was der Typ so produziert. Okay, und die vierte Methode ist die letzte Möglichkeit. Der Asteroid wird einfach weggestoßen. Dafür würde man eine unbemannte Rakete ins All schicken, um sie mit dem Asteroiden kollidieren zu lassen. Das hätte so die Theorie zur Folge, dass der Asteroid wie so eine Billardkugel einfach weggestoßen wird. Wissenschaftler halten diesen Weg für relativ wirkungsvoll, allerdings nur für Asteroiden, die so zwischen 50 und 100 Meter groß sind. Und jetzt wird es richtig interessant. Voraussetzung für all diese Maßnahmen ist ja, dass der Asteroid schon Jahre vorher überhaupt bekannt ist. Und 2021 startet die NASA jetzt tatsächlich den ersten Test im Rahmen der ersten planetaren Verteidigungsmission beim Dual Asteroid Redirection Test, also kurz DART. Ich finde, die Amis haben echt immer ziemlich coole Bezeichnungen für ihre Projekte, aber das nur am Rande. Ja, und dabei will man herausfinden, ob man durch einen Crash mit einer Sonde die Laufbahn eines Asteroiden verändern kann. Ziel der Mission ist der Asteroid Didymos A, der fast 800 Meter groß ist. Um ihn kreist ein kleiner Asteroid, der Didymos B heißt und immer noch knapp 160 Meter groß ist. Die beiden fliegen zwar nicht auf die Erde zu, zumindest noch nicht, aber sie sind perfekt dafür geeignet, um so ein Abwehrmanöver einfach mal zu testen. Geplant ist, dass eine Sonde den kleinen Didymos B trifft und dadurch erstmal seine Umlaufbahn um den größeren Asteroiden verändert. Und diese Veränderung soll dann den Kurs vom größeren Didymos A auf lange Sicht verändern. Ich war ziemlich überrascht, weil obwohl Didymos B ja immerhin noch über 100 Meter groß ist,
ist die Sonde gerade mal ein Würfel, der so 1,30 Meter mal 1,30 Meter mal 1,30 Meter ist. Starten soll die DART-Mission im Juli nächsten Jahres und gegen Herbst 2022 wird dann die Sonde auf den Asteroiden treffen. Das Ganze passiert aber in 11 Millionen Kilometer Entfernung zur Erde. Das heißt, wir werden wohl hoffentlich nichts davon mitkriegen. Dass jetzt sogar die NASA so eine Abwehrmission startet, zeigt, wie ernst man diese Gefahr von Meteoriteneinschlägen mittlerweile nimmt. Lange Zeit hat man das einfach unterschätzt oder nicht ernst genommen. Im Moment kennen wir so knapp 22.000 erdnahe Asteroiden und etwa über 1.000 davon stehen auf der Risklist der ESA. Das heißt, dass diese Asteroiden der Erde relativ nahe kommen könnten. Der nächste große Asteroid, der mit der Erde kollidieren könnte, ist 10-19-55 Bennu. Der gilt als besonders gefährlich, weil er fast 500 Meter groß ist. Aber bevor jetzt jemand hier wieder losgeht und das ganze Klopapier kauft, keine Angst, in der Liste der ESA steht, dass der voraussichtlich erst 2196 die Erde trifft. Das ist ja noch eine ganze Weile bis dahin und diese Schätzung ist auch ziemlich vage. Außerdem liegt die Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens von Erde und Bennu bei 1 zu 10.600 Schlag mich tot. Bis dahin sind zwar noch eine ganze Menge andere Asteroiden auf der Liste, aber die ziehen mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach an uns vorbei. Allein dieses Jahr haben Astronomen schon über 1.000 neue erdnahe Asteroiden entdeckt. Bleibt aber abzuwarten, was da aus den Tiefen des Alls noch so auf uns zukommt. Ziemlich sicher scheint aber, dass die Erde in ihrer Lebenszeit irgendwann nochmal von einem Riesenmeteoriten getroffen wird. Naja, langfristig könnte es halt auch einfach sein, dass wir den Planeten Erde verlassen müssen. Und ein Projekt, was dafür ziemlich hilfreich wäre, wäre die Dyson-Sphäre. Darum geht's hier im Video. Klickt mal drauf, schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist ein spannendes Projekt.